Liebe Zuschauer, heute in 14 Tagen heißt es dann wieder Vorhang auf, Film ab. In unserem Freitagskino sehen Sie dann die traurig wahre Geschichte von Ricky Bilbao und den fantastischen Zeichentrickfilm Valhalla. Bis dann. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die DDR hat Probleme als bisher vermutet. In seiner Regierungserklärung vor der Volkskammer in Ostberlin teilte heute der neue Ministerpräsident Modrow mit, es könne kein Haushalt für 1990 aufgestellt werden, weil es ein Einnahmedefizit von 15 Milliarden. Angesichts dieser Tatsache kündigt er drastische Maßnahmen an, darunter Unternehmensprivatisierung und eine Reduzierung der Planwirtschaft. Auch in der Innen- und Rechtspolitik stellte Modrow ein umfangreiches Reformprogramm in Aussicht. Zugleich sprach er sich für eine umfassende Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik aus und erteilte Forderungen nach einer Wiedervereinigung eine klare Absage. Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf. Regierungserklärung des Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik. Ein Tag der Wahrheit für die Volkskammer der DDR. Vom neuen Ministerpräsidenten hörten die Abgeordneten eine schonungslose Abrechnung mit der alten Staats- und Parteiführung. Sie habe, so Modrow, das Land in eine tiefe Krise geführt, die nur durch radikale Reformen zu überwinden sei. Er bitte um Vertrauen, verspreche nur, was er halten könne. Anstelle flotter Sprüche wolle er Ehrlichkeit und Kompetenz. Der Reform sei unumkehrbar. Die Regierung sei von nun an dem Volk, nicht der SED, verpflichtet. Das Volk würde jeder, der eine Wiederherstellung alter Verhältnisse zu versuchen wagt. Die Regierung steht in ihrem Rechtsstaat und geht davon aus, dass den Bürgern alles erlaubt sein muss, was nicht ausdrücklich untersagt ist. Dem Staat darf nur erlaubt sein, was ihm rechtlich gestattet ist. In diesem Sinne kündigt Modrow ein umfangreiches Reformprogramm an. Es werde ein neues Wahl-, Medien- und Reisegesetz geben. Das Strafrecht soll reformiert werden. Vordringlich, so Modrow, sei eine Erneuerung der Wirtschaft an Haupt- und Gliedern. Marktwirtschaftliche Elemente sollen zum Tragen kommen. Die Planwirtschaft soll entbürokratisiert, aber nicht abgeschafft werden. Der neue Regierungschef sucht eine deutlich erweiterte Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik, aber die DDR bleibe sozialistisch, werde auf ihre Souveränität nicht verzichten. Nicht durch Beteuerung des Lebens in der DDR wird den ebenso unrealistischen wie gefährlichen Spekulationen über eine Wiedervereinigung die klare Absage erteilt. Präsentierte das Modell einer sozialistischen Demokratie, ganz wie ein deutscher Gorbatschow. Die Regierungserklärung des neuen DDR-Ministerpräsidenten Modrow haben Bundesregierung und Bonner Parteien als Ansatzpunkt einer neuen Politik gewertet. Begrüßt wurden in Bonn vor allem Modrows Eingehen auf Forderungen der Menschen in der DDR, umfassenden Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik. Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr die Auszahlung des Begrüßungsgeldes an DDR-Bürger neu regeln.
Nach Informationen der deutschen Presseagentur wird erwogen, dass DDR zu einem günstigeren Kurs in Westwährung umtauschen können. Der Wechselkurs werde zwischen 1 zu 1 und 1 zu 10 liegen. Banken in der Bundesrepublik zahlten heute nur noch 50 Pfennig für 10 Ostmark. Das ist ein Kurs von 1 zu 20. Unterdessen hat heute eine neue Reisewelle von DDR-Bürgern nach West-Berlin und in das Bundesgebiet eingesetzt, die noch erheblich größer ist am Wochenende. Letzte Schätzungen sprechen von mehr als 3,5 Millionen Besuchern bis heute Nachmittag. Nach einer Meldung der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN hatte die Welle am frühen Nachmittag eine so wörtlich kritische Grenze erreicht. Hier in der fränkischen Stadt Hof waren um 9 Uhr schon 30.000 DDR-Besucher allein mit Sonderzügen gekommen. Stündlich wurden es mehr. Vor den 30 Ausgabestellen für das Begrüßungsgeld standen den ganzen Tag über lange Schlangen.